Bei einem 24-Stunden-Rennen zählt Effizienz mehr als bei jedem anderen Autorennen. Wer weniger tanken muss, kann länger fahren und so auf seine Konkurrenz den entscheidenden Vorsprung herausfahren. Wo besser als beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring könnte man ein ultra-effizientes Auto erstmals in Deutschland zeigen? Bei Volkswagen hat man sich gedacht, dass eine Runde auf der Nordschleife beweist, dass das Konzept des XL1 alltagstauglich ist. Der 800 Kubikzentimeter Zweizylinder TDI ist mit 0,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer zufrieden. Dabei ist der Prototyp alles andere als ein langsames Sparmobil. VW hat es als vollwertiges und alltagstaugliches 1-Liter-Auto entwickelt. Dass es nicht mehr weit weg von der Serie ist, beweist unter anderem die zügige Umrundung des Nürburgrings. Gefahren wurde der XL1 von Volkswagen-Entwicklungsvorstand Dr. Ulrich Hackenberg. Als Beifahrer hat er Le Mans-Legende Jacques X mitgenommen und der war sichtlich beeindruckt. Ja, der XL1, das 1-Liter-Auto von Volkswagen, ist pure Faszination. Und Ulrich Hackenberg, der Vater dieses wunderschönen Autos, ist ein wirklich guter Fahrer. Es war für mich eine höllische Erfahrung auf dem Nürburgring, weil ich dort noch nie als Beifahrer unterwegs war. Aber es war wirklich beeindruckend. Der 48 PS TDI und der 27 PS leistende Elektromotor beschleunigen den XL1 in 11,9 Sekunden auf 100 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 160 Stundenkilometer abgeregelt. Für eine erfolgreiche Teilnahme am 24-Stunden-Rennen wäre das wohl etwas zu langsam, aber im Alltagsbetrieb reicht das als Spitzentempo völlig aus. Nach der ersten Runde auf der Nürburgring-Nordschleife hat der XL1 überzeugt. Das war eine sehr gute Gelegenheit, mal das Fahrzeug zu zeigen, halt einer so großen Menge von Fans. Und die Reaktion draußen war fantastisch. Viel Winken und Hupen und man sah die lächelnden Gesichter. Es ist, glaube ich, faszinierend, das Auto halt fahren zu sehen. Und es ist noch faszinierender, das Auto zu fahren. Noch ist der VW XL1 nicht ganz serienreif. Aber Volkswagen hat bereits angekündigt, dass das Auto 2013 in Serie gehen soll.